Es lässt sich im Leben ja eigentlich alles auf eine einzige Frage reduzieren. Warum? Deshalb wird diese Frage ja auch ständig im Film gestellt. Warum tun Menschen das? Oder ich frage mich auch oft, warum tue ich dies oder das? Oder auch das große Warum in Bezug auf unser Leben? Und hat man dann endlich irgendwann auch mal eine Antwort gefunden, ja, dann wirft diese Antwort ja auch sofort wieder ein neues Warum auf. Also es ist ein ständiger Kreislauf um ein klitzekleines Wörtchen. Und in dieser Situation befindet sich der Mann in dieser Nacht. Also mit dem Schnitt beginnt für mich eigentlich die schönste Zeit bei der Produktion, weil da habe ich einfach 3 Monate mit viel, viel Ruhe Zeit, mich wirklich total kreativ auszutoben. Und der Roland übergibt mir mit dem letzten Drehtag sozusagen das ganze Rohmaterial und ich versuche dann ein Ganzes daraus zu machen und ja, sozusagen eine Choreografie aus Bild, Text, Musik. Ja, und dann fange ich irgendwann an und irgendwann ist dann auch der Film fertig. Eine objektive Realität existiert ja nicht wirklich, sondern das sind alles subjektive Wahrnehmungen, die wir haben. Und da fand ich zum Beispiel neben diesem ganzen Bezug zur Medienlandschaft diese Zerrbilder sehr passend für die Projektionen, die wir einfach in unserem Leben tagtäglich vornehmen. Und Godot hat sich von all diesen Rollenspielen und Selbst- und Fremdinszenierungen des Lebens gelöst und ist authentisch geworden und übt sich jetzt in einer Freiheit von jemand, der bedeutungslos geworden ist. Vielleicht ist ja unsere verzweifelte Suche nach irgendeinem Sinn oder einer Bedeutung nur ein reiner Überlebensmechanismus, um unserem Leben eine Wichtigkeit zu geben, weil wir Angst vor der Bedeutungslosigkeit haben. Also vielleicht finden wir den Sinn ja in dem Moment, wo wir aufhören, nach ihm zu suchen.